Schönen Tag, schönes Fräulein. Grüß Gott. Mein Name ist Eilemann. Ach, sind Sie so in Eile? Nein, ich heiße nur so. Ach so. Und was wünschen Sie? Ja, wissen Sie, ich habe mir ein kleines Fleischpäckchen bestellen lassen. Ach, Päckchen ist gut. Ja, kleines Fleischpäckchen. Sagen Sie mal, wollen Sie das ganz alleine essen? Ja, ich wollte mich einmal richtig satt essen, bevor ich zum Abspecken in den Fitnessclub gehe. Und dazu ein schönes Kölschläfe-Futzemann, da haben wir viel Spaß beim Abspecken. Oh. Jetzt holt es euch Tassen, dann rabst den Plan weg und dann trinken wir einen Kaffee. Zucker und Milch ist schon drin, gell? Oma, was denn? Wir erinnern uns doch sowieso schon fast. Willst du mit den Fremdenzimmern wirklich noch mehr Arbeit aufholen? Hm? Ja, also die Fremdenzimmer müssen zuerst einmal ausgebaut werden. Ja? Und da helfe ich euch selbstverständlich dabei. Und ihr dürft wieder Steine schleppen. Ja, ja, die niedrigsten Deppen ableiten, die bleiben immer mir. Na ja, schau, unser Bürgermeister, der möchte ja am Fremdenverkehr wieder ein bisschen in Tee bringen, nicht? Und da muss doch der Stanglwirt mit im Geschäft sein, ist doch ganz klar. Vorerst sind es ja nur zwei Zimmer, also vier Betten, nicht? Ja, und ihr wollt jetzt die Zimmer vorne ausnehmen? Ja, hinten aus geht's überhaupt nicht. Bei dem Verhau da beim Holzlager. Oh. Ja, aber vorne aus ist doch einmal das Verkehr. Ja, und dann weiß man immer noch nicht, was der Bürgermeister mit seinem Platz macht, ne? Ja, sicher. Am Ende baut er da tatsächlich eine Tankstelle hin. Da taten sie unsere Gäste freien. Hm? Na, da schau, gehör mal gescheit, der Bruder redet auch mit. Übrigens, sagt der Opa zu der ganzen Sache nichts? Ah ja, reden tut er schon. Aber das interessiert mich im Moment herzlich wenig. Solange der wie ein Gockel in den Fitnessclub rumsteigt und mich und meine Familie lächerlich macht, geschieht bei uns nur das, was ich will. Siehst du das, Oma? Genau das ist es. Der Opa sagt, solange du alle Entscheidungen allein triffst, geht er auch seinem persönlichen Vergnügen noch. So kommt ihr zwar nicht zusammen, Oma. Na. Schau her, du bist doch sonst so eine großherzige Frau. Das weiß ich schon. Nein. So ist das nicht. Der Opa, der lässt mich schon freie Hand. Aha! Was heißt doch? Aha! Bitte, wo ist mein Gedeck? Hä? Also, du brauchst ein Gedeck. Für die tut's kein Tass, oder? Tuten tät sie schon. Ja. Aber sicher nicht einmal ein Tass. Also, das finde ich fein nicht schön von euch. Wo ihr mir alle miteinander dankbar sein könnt. Wo ich doch die Einzige bin, die die Tante Leni so erfolgreich ausgegelt hat. Jetzt sitzt die hier und halt keine Volksreden. Ja, ich bin ja sowieso schon unterwegs. Einen Kaffee werde ich wohl noch kriegen, oder? Oh! Warum sind denn da keine Kirschen drin? He? Weil der Apfelstrudel ist. Oma, ich bring dem Toni auch ein Stückchen rüber, gell? Ja. Oh, weil ich das gerade sich gebe mit diesen Plänen da. Also, ich bin ja ausdrücklich gegen Fremdenzimmer. Ja, du hast ja bloß eine Arbeit mit den gespinnerten Touristen. Okay, da findet sie dann schon eine Lösung. Mhm. Freilich, dass ich nachts auch noch putzen darf. Hey, Gerti, tröst dich. Schau, dir geht's ja auch nicht besser wie mir. Du, ich habe überhaupt keine Zeit mehr für die Liebe. Thomas, ja, wie hältst du das aus? Hm. Also ich zum Beispiel könnte ohne Liebe gar nicht leben. Obwohl, ich muss sagen, gell, in letzter Zeit ist bei meinem Postler akute Funkstille. Was ist denn? Erschrecken Sie jetzt nicht. Wieder gemacht. Ein 20 Kilo schweres Gewicht ist ja mal rausgekommen. Ja. Und voll auf den Zeher. Mein Zeher ist Matsch, Brei, oh, diese Schmerzen. Das auch noch. Glaubst du, das sind Kante gleich? Was kannten schon wieder gleich? Also Opa, wenn du zu schwach bist, dass du lächerliche 20 Kilo hebst, dann bist du in dem Club da drüben fehl am Platz. Ach du, den Schmarrn lässt für in Zukunft bleiben, Vater, ist das klar? Ja, jetzt fällt wieder eine Arbeitskraft aus. Du wirst doch gebraucht. Ich werde gebraucht? Ja. Das ist ja ganz was Neues, ne? Alles, was angeschafft wird, macht meine Frau. Das Sägewerk führt mein Herr Sohn.
und die Würstchen für der Tone. Wieso? Ich hab doch gar nichts gesagt. Ich werde gebraucht. Schau's mir an, wie der Mundkarte mit zwei Kipps. Mach dem Hals schon, verschwind endlich einmal, oder? Ja, ich gehe ja schon. Also. Aber ich sag's noch mal. Ich bin ausdrücklich gegen Fremdenzimmer. Ah, Stichwort Fremdenzimmer. Mhm. Da bin ich ja auch nicht gefragt worden, oder? Ja, mit dir kann man ja nicht reden. Da kann ich ja gerade so gut an die chinesische Mauer hier reden. Weißt du, was ist jetzt? Willst du Fremdenzimmer oder nicht? Natürlich will ich Fremdenzimmer. Ja, warum regst du dann auf? Kriegst du das ja? Aber gefragt will ich werden, ob ich Fremdenzimmer will. Und jetzt lassen wir mal in Ruhe. Der Doktor wird gleich kommen, ich hab furchtbare Schmerzen. Avanti, avanti, sonst wäre ich Grante. Vater, Vater. Opa, Opa. Papa, Papa. Stange, Stange. Ich sag gar nichts. Alter, Alter. Ja. Magst mir jetzt du bloß nur Sorgen, ha? Aber jetzt mach das. Ich will nicht. Ich werde gezwungen dazu. Okay. Schau, Peter, du machst doch bloß Dummheiten. Hm? Voriges Jahr ist dir das Motorrad raufgefallen auf den Fuß und jetzt das Gewicht. Ja. Überlass doch so gefährliche Sachen die Jungen. Hast arge Schmerzen. Ja, es ist auszuhalten. Schau, Peter, mir tat es nie im Traum einfallen, dass ich in so einen Fitnessclub gang. Das war wohl ein Witz, oder? Ja, Herr Rhein. Grüß Gott. Ja, Herr Doktor, grüß Gott. Herr Doktor. Ja. Da ist ja der Patient. Ja, da bin ich. Dann schauen wir mal. Ja. Wo ist denn der Fuß? Da. Der tut weh? Na, der nicht. Wie tut der? Ja, Stangl. Ja. Also die Socken müssen Sie schon ausziehen. Ja, ja. Röntgenaugen habe ich nicht. Es hört einmal die Socken. Oh, die Socken! Du bist ein herzloses Schwein. Okay. Und da tut's auch weh. Au, das haben das mit Fleisch gemacht, gell? Ja. Ein paar Tage Ruhe, dann geht's wieder. Auf in dem Fitnessclub. Ja. Also, Herr Doktor, sagen's doch zu diesem gewalttätigen Menschen, dass man in diesem Alter nicht mehr in einen Fitnessclub geht. Ja, Stange. Also, ich an Ihrer Stelle würde mit solchen Gerätschaften nicht mehr hantieren. Mhm. Naja, dann kann ich ja wieder gehen. Ja. Ja. Mhm. Und wenn Sie wieder gehen können, ja, dann gehen Sie rüber zu mir in die Praxis. Ja. Auf Wiedersehen. Ich werde nur noch gegangen. Wiederschauen. Wiederschauen, Herr Doktor. Ein freundlicher Herr, gell? Ja, ja. Nein, ich möchte die Herren, was? Wenn ich mich in so scharfen Klamotten vor junge Mannsbilder präsentieren darf. Das kostet mich nur ein Lächeln. Stadelwirtin! Mein Lieber, jetzt werden wir es den Mannsbilder aber sagen. Soll noch einer sagen, dass das keine scharfen Klamotten sind? Du konntest es doch nicht lassen, du Schlawiner, dass du immer zu mir in den Laden reinkommst, ha? Ja, mei, ich möchte halt romantische Erinnerungen auffrischen. Schließlich haben wir doch mal zwischen die Blut- und Leberwürst die ersten zarten Bande geknüpft. Ich möchte nur gerade wissen, was an so einem Metzgerladen schon romantisch ist. Also, weißt du, du bist aber so sachlich. Also, ich bin einfach mal mehr gefühlsbetont. No, brauchst du gleich wieder beleidigt sein. Mir ist halt in einem Metzgerladen nicht nach Schmusen. Vor allen Dingen, wenn jeden Augenblick einer reinkommen kann. Geh weiter, gib mir nur ein Puzzle. Nur wenn du mir versprichst, dass du nie in diesen Fitnessclub gehst. Ich? Mhm. Nie. Habe ich doch gar nicht notwendig. Oh! Jetzt schmusen die doch tatsächlich schon wieder. Zwischen Salami und Leberkäse. Es ist ja nicht zu fassen. Also ich kann ja auch nicht ins Postamt übergehen, gell? Und ganz einfach meinen Geliebten zwischen den Postsäcken umklammern. Du, Katja, was ich dir verzeihen wollte? Hm? Also das Gewand, was ich mir gekauft habe für den Fitnessclub, das ist vielleicht heiß. Also ich bin ja fest davon überzeugt, gell? Bei meinem Anblick, da wird so manchen Mannsbild den Blutdruck mindestens auf 280 genau jung. Was, bei dir? Jawohl, bei mir! Ach, übrigens, Markus, ja? Verzeih einmal, was hat denn die Frau Dr. Unrat immer für ein Dress an? Verzeih, hä? Das weiß doch ich nicht. Freilich weißt du das. Du bist doch mindestens zweimal in der Woche in diesem Fitnessclub drunten. Ich bin informiert. Jeder.
Nein, nein, da musst du dich täuschen, das ist bestimmt ein ganz anderer. Markus! Ja, also jetzt muss ich auf jeden Fall gehen, Mausel, weil heute habe ich einen fürchterlichen Stress, mir brustiert ganz schlimm, also zieht euch. Also na, da hört sich doch alles auf. Katja! Also sag einmal, hast du das gar nicht gewusst? Ja, das weiß ja ich schon lang. Na, wart. Katja, weißt du was? Hm? Am besten gehst du jetzt mit uns mit in diesen Club. Ja, wir Frauen müssen zusammenhalten. Bei allem Verständnis für Ihre Aktion, das keineswegs von mir erwarten. Wie schaut denn das aus, wenn ihr als Pfarrersköchin in so einem komischen Club rumhupft? Fräulein Frieda, es geht uns rein um die solidarisierende Solidarität, gell, Frau Bläschl? Natürlich, schließlich sind Sie auch eine Frau. Ja. Jawohl, und wir Frauen müssen doch zusammenhalten. Und dann noch diese schamlose Aufmachung, also wirklich nicht. Okay, da sind wir doch rundum eingewickelt, da sieht man rein gar nichts. Ja, aber das ist doch alles so eng, da sieht man ja alles. Also ehrlich, meine Damen, so jung sind wir ja alle auch nicht mehr miteinander, gell? Außer unser Fräulein Katja. Und ich! Natürlich. Ja. Naja. Also, ich gehe auf jeden Fall runter, damit etwaige Anfechtungen meines Postlers sofort im Keim erstickt werden. Also, ich wünsche meinem Alten bestimmt nichts Böses. Aber einmal soll er sich seinen Kopf so an irgendetwas anschlagen, dass er sein Lebtag lang in keinen Fitnessclub mehr rein will. Ja, das wünsche ich dem meiner. Aber es kann ja wirklich nichts passieren, oder? Ist doch nicht so tragisch. Ja, hoffen wir. Mein Gott, bin ich froh, dass ich nicht so ein Mannsbild am Hals hab. Leute, wenn ich dir drumstehe, gell? Verschwind! Immer wie es interessant wird, dann muss ich putzen! 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 Also, Frau Birnstiegel, also ich muss Ihnen schon sagen, das tut mir furchtbar leid. Aber mit diesem engen Zeigel, da schau ich ja gerade aus, als wäre so ein VW-Käfer, wollte ich sagen, gell, Oma? Du kriegst gleich ein paar Hintertorwaschen, gell? Ich sag dir. Was willst du überhaupt? Ja, eine Brotzeit holen für deine Schwerarbeiter in der Familie. Ja. Mhm. Katja, bringst du es dann auf? Freilich. Mama, nicht besser, gell? So eine Frechheit. Na, dann sie es halt ja. Her, dann tauschen wir es um und dann bringe ich es eine Nummer größer, gell? Und dann werden so gewisse Punkte ein bisschen kaschiert. Ja, ja, ist ja schon gut. Und da dürfen Sie auch dran denken. Na. Was hat's denn narrisch? Sieh ich schon, wenn das so weitergeht, dann kann ich allein da in den Club da reintrappen. Aber wir? Okay. Grüß Gott beieinander. Grüß Gott. Ja, Frau Wagner. Grüß Anna. Nein, Frau Birnstiegel. Ja, gut, dass ich Sie sehe. Sieh, das Kostüm ist ja viel zu eng. Bitte schön, Fräulein Katja, geben Sie mir 3 Scheiben Leberkäse. Frau Wagner, bitte, das ist kein Kostüm, sondern ein Aerobic-Dress. Und sowas muss einfach knapp sitzen, oder? Ja, also so trau ich mich jedenfalls nicht unter die Leute. Und der Herr Pfarrer wird von dieser Aktion nicht grad begeistert sein. Der ist uns doch wurscht. Das ist auch bloß ein Mannsbild. Hm? Was darfst du denn noch sein, die Damen, außer dem Aerobic-Dress? Ich nehme auch einen Leberkäse, mehr gibt's nicht. Ja, Katja, mir geben Sauern. Für das depperte Mannsbild werde ich heute noch lang kochen. Aber ich mach den meinigen zwei gute Rindsrouladen. Nein, es war ja nicht anders zu erwarten. Immer das Gleiche mit dieser Frau Wagner. Meine Damen, wart's nur ab, was ihr in der nächsten Predigt alles zu hören kriegt. Für Gott benannt. Für Gott benannt. Aber Fräulein Katja, gell? Das muss ich vielleicht schon noch wissen. Wieso ist denn jetzt eigentlich die junge Frau Stangl in Urlaub gefahren? Da stimmt doch was nicht, da ist doch was nicht sauber. Ach, Frau Birnstiegel, Sie hören schon wieder das Gras wachsen. Die Frau Stangl, die darf doch einmal in Urlaub fahren. Dürfen tut sie schon. Aber komisch ist halt. Sagen Sie, wo ist sie hingefahren? Hä? Nach Kenia. Ach, das ist Kenia. Ja, der Herr Lehrer. Wunderschönen guten Tag, die Damen. Grüß Gott. Alle Dorfschönheiten versammelt. Ja, da schau her, unser Spargeltarzan. Ja. Sie, was sagen denn Sie eigentlich jetzt zu diesem Fitnessclub, ha? Ja, und wenn Sie schon im Gemeinderat hocken, warum haben Sie denn da nicht dagegen gestimmt? Ja. Eine einzige Stimme hätte wohl nicht gereicht. Ach, als Erzieher unserer Kinder erwarten wir von Ihnen, dass Sie unsere Aktionen tatkräftig unterstützen, gell? Welche Aktion denn? Unsere Ehen sind in Gefahr. Der Club muss wieder weg. Verschwinden! Jawohl, verschwinden! Das fände ich aber sehr bedauerlich, wo ich mir doch auch so einen flotten Dress erstanden habe. Zum Wohl. Meine Herren,
Ihre Frauen haben mich im Metzgerladen geradezu überfallen. Ich war in akuter Lebensgefahr. Wenn mir heute dabei war, dann glaube ich das sofort. Herr Lehrer, jetzt übertreiben Sie aber nicht, ja? Alles schwache Frauen. Apropos, Herr Doktor, Ihre Frau Gemahlin ist eine unwahrscheinlich attraktive Frau. Ein echtes Rasseweib, Sapralot. Ja, also da muss ich dem Erich zustimmen. Allein schon das Fahrgestell als solches gesehen. Sapralot! Meine Herren, ich sehe es nicht gerne, dass meine Gattin in diesem Club trainiert. Aber wir sehen es gerne. Eben! Und das schmeckt mir nicht. Okay, gönnen Sie uns halt auch ein bisschen was, Herr Doktor. Seien Sie doch nicht so neidig. So eine rassige Zuckerpuppe versteckt man doch nicht vor der Allgemeinheit. Mein lieber Herr Birnstengel, ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie meine Gattin nicht mit Zuckerpuppe bezeichnen würden. Ja? Das sagt er nämlich lieber selber, der Herr Doktor. Also ihr seid echt unmöglich. Das ist ja hier ein Kindergarten. Also ich habe ja nichts dagegen, wenn sich andere Herren beim Anblick meiner Gattin auch ergötzen. Bloß, dass die Alte halt keiner sehen will. Ich sag ja, das ist der reinste Kindergarten hier. Also das Thema Club wird meines Erachtens in Kürze vom Tisch sein. Die Damen entwickeln da eine ungeahnte Vehemenz. Was bei uns im Dorf passiert, das entscheiden immer noch wir, die Männer. So, und das glauben Sie womöglich auch noch, was? Ja. Ja, mein Mausischwanzerl! Geh weiter, steh mal schnell auf und schlupf mal in die Jacken. Geh, Gerti. Geh weiter, Mausischwanzerl, schlupf mal schnell da in die Jacke. Doch nicht da herin, bist denn du noch zu retten? Außerdem habe ich Jacken nur. Aber keine so eine schöne und keine so eine warme. Jetzt geh weiter, komm doch nicht lang umeinander und schlupf doch nicht halt aus dem Weg da. Geh weiter, Gerti, lass ihn doch. Siehst doch, wie er sich schämt. Ja, jetzt habt ihr wieder Opfer, über das euch lustig machen könnt. Also, dann geh halt schon zu, alte Nervensäge. Oh, Nervensäge, ich sag ja, sowas Kindergarten. Also, wie zwei gebildete Menschen wie wir Akademiker das nur auf die Dauer ertragen können. Also, ich hab das dumpfe Gefühl, dass der Erich seine überstürzte Verlobung schon bitter bereut hat. Also, ich weiß nicht, an diesen Humor kann ich mich womöglich nie gewöhnen. Ich ringe auch permanent mit mir. Es gelingt mir auch nicht. Wir müssen uns an euch auch gewöhnen. Solltet ihr eure spöttischen Bemerkungen, euer blödes Gelache unterlassen, mir ist ein Gewicht auf meinen Zeher gefallen, Ende der Debatte. Darf man nicht mehr lachen, ha? Nein. Nicht einmal ein bisschen, nein. Kindergarten. In der Tat, meine Schulkinder benehmen sich disziplinierter. Ja. Grüß Gott, benannt. Oh, der Herr Bürgermeister. Bürgermeister, Jenny. Da sitzen Sie auch. Sitzen Sie daher da. Sie sind gerade recht, um meine Stimmung zu heben. Hast du dann einem Gorilla-Masken genommen, oder was? Jetzt geh weiter. Jetzt tu nicht gar so. Schau, das ist ganz einfach. Du brauchst das bloß so ein bisschen aufgeschlagen. Dann hab ich da so eine Wurst drum, dann pass ich meine Postlerjacken nicht rein. Herrschaftszeiten. Hör halt mit deiner Meckerei auf. Also, weißt, Erich, ich hab Tag und Nacht an dieser Jacke gestrickt. Jetzt lieber die Nacht weglassen, wenn die Ärmel nicht so lang geworden. Na, so lauf ich nicht rum. Da schau ich mir vor die anderen. Aha. Du schämst dich, meiner! Nein, nicht deiner, der Jacken da. Da steht alles wie ein Dinosaurier. Soll das vielleicht heißen, dass du diese Jacke gar nicht anziehen magst? Zum Radlputzen gang's ja grad noch. Also, du bist vielleicht ausgeschämt. Ich glaub, du liebst mich nicht mehr. Das kannst du jetzt auch nicht sagen. Nur die Heftigkeit hat etwas nachgelassen, aber das ist ganz normal. Also, wenn ich ganz ehrlich bin, gell? Die große Liebe hab ich mir auch anders vorgestellt. Ich mir auch. Irgendwas müssen wir da permanent falsch machen. Also, bei dir ist in letzter Zeit null Power dahinter. Sprich, hast du voll Schande. Was heißt denn da voll? Und was heißt denn da Schande? Also, ich block mich, gell? Tag und Nacht. Meine Kinder, mittendrin in den Hochzeitsvorbereitungen. Von wegen Hochzeitsvorbereitungen. Zieh die Jacken aus, die kriegst du nimmer. Na, meine liebe Tochter, wie heißt es so schön in der Bibel? Die Frau sei dem Mann untertan und er soll dein Herr sein. Puh. Was hat jetzt das mit der Jacken zum Tor? Ja, das, mein lieber Sohn, weiß ich leider auch nicht. Gott zum Gruße. Ja, da steht denn der Lieder. So übrigens für den Herrn Pfarrer eine halbe
Ja, aber besser geschenkt als beim letzten Mal, ja? Bis zum Kragen. Ja. So, Männer, jetzt wisst ihr, dass bei uns im Ort ein Kulturzentrum oder ein Freibad im Gespräch ist. Kulturzentrum, das lässt sich hören. Aber Herr Lehrer, was will denn diese Bevölkerung mit einem Kulturzentrum? Ich brauche kein Freibad. Ein Freibier ist mir lieber. Was? Also, ein Freibad in der Nähe vom Stanglwirt, das hat Vor- und Nachteile. Ja, wenn ich auch mal ein Wort dazwischen werfen durfte, danke, Toni. Dann bauen wir aber keine eigene FCKW-Abteilung, weil es gibt immer von Nacker, die da in das Wasser reinhupfen. Ja. Der Herr vergib Ihnen, denn Sie wissen nicht, was Sie tun. Also, ich habe nichts gegen den Nackerten. Ich meine, für die nicht ganz Angezogenen, aber ein Bad halbnackert, das war ja auch recht, ne? Sehr gut, mein lieber Stangl, die Sittlichkeit muss gewahrt bleiben. So ist... Trotzdem bin ich dagegen. Schon in der Bibel steht so schön... Stimmt nichts von einem Freibad. Ich bin für einen Stangl. Zu viel Fleisch ist ungesund. Ja, ja, du hast recht. Und dann kommt ja noch dazu, dass die Sonne heutzutage auch ungesund ist mit den PVC-Strahlen, nicht? Martel, Sie meinen UV-Strahlen. Ja, das ist doch völlig egal, ungesund sind sie auf alle Fälle. Ja, ja, jetzt schlagt euch nicht gleich Köpfe hin. Das sind doch alles nur Vorgespräche. Also offen nach allen Seiten. Ja, logisch, dass das Bad offen ist, das wäre so kein Freibad. Also, meine lieben Brüder, ich bin dafür, die Diskussion zum Thema Bad in der Öffentlichkeit zu verschieben. Auf jeden Fall so lange, bis das Thema Club bei den Frauen endgültig vom Tisch ist und die Wogen sich geglättet haben. Genau, ganz genau, sonst gibt's nämlich Ärger. Bei mir nicht. Ich gehe am Montag ins Wirtshaus, am Dienstag in den Club, am Mittwoch ins Freibad, am Donnerstag, da war da noch was. Also ich muss mich jetzt auch mal hier zu Wort melden. Ich finde so ein Kulturzentrum, so mal rein kulturell gesehen, also sehr attraktiv für unseren Ort. Ja, so weit kommt's nur, dass uns wir von einem Preisen sagen lassen, was bei uns in Bayern Kultur ist. Also, meine Herren, ich wehre mich als Bürger dieses Ortes gegen eine Verflachung alter Tradition. Und zu dieser Meinung stehe ich. Ich auch. Aber, meine lieben Töchter, welch unseliger Geist hat euch da geritten? Ja, Aldi, hast du den Verstand verloren? Die meine ich auch, ich bricht zusammen. Die meine ich auch ganz vorn, logisch. Ja, aber wieso denn du, Silvi? Rein prophylaktisch, mein lieber Toni. Jawohl, wir stellen jetzt den ganzen Fitnessclub auf den Kopf! Aber nein, 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 liebe Töchter! Welche Versuchung! Ich meine, wenn es denn schon sein muss, opfere ich mich, Herr Pfarrer! Da wird er so passen, Herr Pfarrer, geh! Weiber! Eins, zwei, drei, auf geht's! Ein Fitnessclub! Ja, ein Fitnessclub! Da ist was los!